Bei einer Trauerfeier in der Opfergedenkstätte Potokari in Bosnien-Herzegowina ist des Massakers von Srebrenica vor 25 Jahren gedacht worden. Hinterbliebene der Opfer, bosnische Spitzenpolitiker und ausländische Diplomaten legten Blumen am Denkmal nieder. Ich möchte mich an diejenigen richten, die den Opfern des Genozids zuhören sollen, die Kriminellen, die Verbrechen und Völkermord begangen haben. Wir werden sie verfolgen und wir werden niemals aufgeben. Es wird immer jemanden geben, der euch verfolgt. Das ist unser Recht und unsere Pflicht. Hohe ausländische Staatsgäste konnten wegen der Corona-Pandemie nicht kommen. Viele schickten Videobotschaften. Nach einem Vierteljahrhundert ist Srebrenica immer noch eine offene Wunde im Bewusstsein Europas. Es gibt Mütter, die ihre Kinder niemals beerdigen konnten, Familien, die vertrieben wurden und die nie in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Überlebende, die immer wieder aus dem Schlaf gerissen werden. Als Frau, Mutter und Ehefrau kann ich nur erahnen, wie tief ihr Schmerz sitzt. Särge mit den sterblichen Überresten von 9 Opfern wurden auf dem Friedhof von Potokari in frisch ausgehobene Gräber gelassen. Die im Bosnienkrieg verübte Gräueltat gilt als der schlimmste Völkermord auf europäischem Boden seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945.